Im Wettbewerb um Bürger und Kunden müssen die Organisationen sich auf die Bedürfnisse ihrer Kunden einstellen. Wir nennen das heute digitaler Wandel und am Beispiel des Bauantrages zeige ich Ihnen kurz auf, wie das funktioniert. Und zwar, Bürger gehen in ihr Bürgerportal, geben ihre Daten elektronisch über die Masken ein. Wenn Sie Fragen dort haben, können Sie dieses über Chatbot sich erläutern lassen. Dann werden die Daten validiert und in Echtzeit, sodass dann auch sichergestellt wird, dass für den zukünftigen Prozess alle Daten vorliegen. Und kann man auch zum Beispiel mit Geoinformationen, kann man zum Beispiel Liegenschaftskarten automatisch abrufen. Und diese werden dann entsprechend an den Sachbearbeiter in Form einer E-Akte weitergegeben. Und wenn der Bürger auch seinen Bescheid bekommt, kann er dieses über Videos oder Chatbots sich auch erläutern lassen, wie dieses geht. Und damit versuchen wir einen besseren Self-Service dem Kunden zu bieten, Effizienz bei den Kommunen und bei den Unternehmen zu generieren und somit die Effizienz und die Akzeptanz bei Bürgern und Kunden zu erhöhen. Sie erreichen Pitney Bowes unter der Internetadresse www.pitneybowes.com.